Zum Programmschluss meldet sich noch einmal die heutige Redaktion. Als einen wichtigen Schritt zum Frieden im Nahen Osten hat US-Präsident Carter das bevorstehende Gipfeltreffen zwischen Ägyptern und Israelis bezeichnet. Carter und Israels Ministerpräsident Begin wollen noch in dieser Nacht ihre Aussprache über die weiteren Schritte im Nahen Osten fortsetzen. Der ägyptische Staatschef Sadat erwartet von seinem neuen Treffen mit Begin konkrete Ergebnisse für eine Lösung des Nahostkonflikts. Es wird davon ausgegangen, dass diese Begegnung in der nächsten Woche stattfindet. Als möglicher Konferenzort wird die ägyptische Stadt Ismailia genannt. Der syrische Außenminister Kadam erklärte am Abend, sein Land werde sich weiterhin jedem Abkommen zwischen Israel und Ägypten widersetzen. Aus dem Südlibanon wurden am Abend wieder heftige Gefechte zwischen christlichen Milizen und Palästinensern gemeldet. Augenzeugen berichten, es seien die schwersten Kämpfe seit Wochen gewesen. Auf Zypern haben die Entführer des Präsidentensohnes Achilles Kyprianou ihr Ultimatum offenbar bis heute Abend 21 Uhr verlängert. Die Kidnapper, die der rechtsgerichteten EOK-Bewegung zugerechnet werden, hatten zuletzt nur noch Straffreiheit verlangt. Der zypriotische Präsident Spyros Kyprianos erklärt,